Bodhisha. Die ersten 8 Schritte. Wir setzen unseren rechten Fuß nach rechts ab mit einer Viertel-Rechtsdrehung. Ein Rock vorwärts mit links. Den linken Fuß nach vorn, Gewichtwechsel und zurück. Jetzt machen wir eine Viertel-Linksdrehung, setzen den linken links ab, den rechten ran und wieder eine Viertel-Linksdrehung und den linken Fuß nach vorn. Jetzt folgt ein Rock vorwärts mit rechts, den rechten Fuß nach vorn, Gewichtswechsel und zurück. Jetzt setzen wir den rechten Fuß zur Seite ab mit einer Viertel-Rechtsdrehung, den linken an den rechten ran und den rechten Fuß zur Seite. Diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1. Die nächsten 8 Schritte. Den linken Fuß nach vorn, eine halbe Rechtsdrehung. Ein Lockshuffle vorwärts mit links beginnen. Den linken Fuß vor, den rechten dahinter einlocken, den linken Fuß nach vorn. Jetzt setzen wir den rechten Fuß nach vorn, eine Viertel-Linksdrehung und den rechten Fuß über den linken kreuzen. Diese 8 Schritte noch einmal. 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1. 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte. Mit dem linken Fuß machen wir ein Point zur Seite. Den linken Fuß vor den rechten absetzen. Mit dem rechten Fuß ein Point zur Seite und vor den linken Fuß absetzen. Jetzt setzen wir den linken Fuß nach hinten und ziehen den rechten Fuß an den linken ran. Jetzt folgt eine Viertel-Rechtsdrehung. Setzen den rechten Fuß nach vorn, den linken Fuß nach vorn und locken den rechten dahinter ein. Diese 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1. 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und. Die nächsten 8 Schritte. Den linken Fuß nach vorn absetzen. Ein Rock vorwärts mit rechts. Den rechten Fuß nach vorn, Gewichtwechsel und zurück. Eine Viertel-Rechtsdrehung, den rechten Fuß zur Seite absetzen. Ein Schritt Halt. Jetzt setzen wir die linke Fußspitze vor den rechten Fuß, setzen den linken Fuß wieder zur Seite ab und den rechten Fuß mit einem Step neben den linken. Diese 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1. 2, 3,
4 und 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In diesem Tanz gibt es auch eine Brücke. Und zwar nach der sechsten Runde kommen folgende Schritte hinzu. Die sechste Runde endet bei 6 Uhr und es kommen folgende Schritte hinzu. Den rechten Fuß etwas zur Seite. Wir schwingen unsere Hüfte nach rechts, links, rechts, links. Hier abbrechen und von vorn beginnen. Wie gesagt, in der sechsten Runde die 4 Count dazu. Und jetzt viel Spaß beim Tanzen.